Hallo, liebe Zuschauer, ich darf euch mal wieder begrüßen zu Dungeon Crawl Stone Soup. Ja, der gute Zago, der hat mich mal wieder so ein bisschen angefixt mit DCSS und ich habe hier dementsprechend einen Spielstand angefangen, bin mittlerweile auf Dungeon 10 mit dem Minotaur Berserker, wie ihr unten links unschwer erkennen könnt. Und ja, eigentlich wollte ich das hier nutzen als kleines Werbevideo für den Zago. Der schreibt immer wundervolle Tipps unter den Videos. Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, das Spiel zu besiegen. Aber dennoch, wenn ich mich an die Tipps halte, wo ich meistens immer die Hälfte davon vergesse, dann werde ich es vielleicht irgendwann mal schaffen. Alle relevanten Links zu Zagos Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, denn er hat da jetzt auch ein paar Tutorial-Videos dazu gemacht. Und gerade für deutschsprachige Dungeon Crawl Stone Soup Spieler ist das wirklich eine große Hilfe. Man findet natürlich einiges an englischen Spielern, aber deutsche Spieler findet man so gut wie gar nicht. Man findet so Leute wie ich, aber das sind ja dann eher Leute, die wenig Ahnung haben. Ja, also geht mal beim Zago gucken, da könnt ihr sicherlich den einen oder anderen Tipp euch abschauen. Wir spielen jetzt mal hier 10, 15 Minuten, wenn ich nicht vorher sterben sollte mit dem Minotauren Berserken. Schauen wir uns mal kurz an, was er alles dabei hat. Ich hatte einen plus 1 Battle Axe, genau. Ich habe eine Plate Armor gefunden und hatte eine ganze Menge Scrolls für Enchant Armor und habe dann praktisch, beziehungsweise hab die Plate Armor auf plus 5 hochgepimpt. Ein Cloak habe ich oben, ja, ein Umhang plus 1 halt. Gloves und Boots, die bringen nicht allzu viel, ja, ein bisschen Rüstung bringen sie natürlich schon. Amulet of Guardian Spirit und Ring of Magical Power, als Minotaure eigentlich Magie vollkommen unnütz, aber durch das Amulet of Guardian Spirit werden die Trefferpunkte, die ich kassiere, zwischen der normalen Health und der, den Magiepunkten aufgeteilt. Plus 2 Ring of Strength. Oben seht ihr das, 99 Health, 19 Magic. Also wenn da jetzt ein Treffer kommt, kann sein, dass zum Beispiel dann alles komplett auf die Magie geht und ich dementsprechend dann auch keinen Schaden nehme. Schauen wir mal kurz an, wie ich trainiere. Ja, das ist das, was ich eingestellt habe. Alles auf Access, beziehungsweise 59% auf Access, 22 Fighting und sogar ein bisschen Armor. Das sollte ich auch anders einstellen. Ich glaube 50 mit und 25, 25. Also Fighting 25, Access 50 und Armor 25. Aber das hier in der Online-Version habe ich es nicht geschafft. Da wüsste ich jetzt nicht, wie das funktioniert, das einzustellen. Aber 22, 59, 17 ist erstmal soweit ganz gut. Ich habe mir aufgeschrieben, den Plan, wie man laufen soll. Vom guten Zago, da hat er vorgeschrieben, dass man erstmal Dungeon 1 bis 11 macht und dann ins Lair geht. Das Lair ist, glaube ich, gespawnt bei mir auf Dungeon Level 8. Da müsste ich dann gleich zurückgehen. Ich will jetzt noch eine Etage runtergehen und halt Dungeon Level 11 clearen und dann gehen wir hoch ins Lair. Da war ich bisher noch nicht allzu häufig in meiner Dungeon Crawl Stone Soup Karriere. Aber schauen wir einfach mal. Und danach wird es dann weitergehen in den Orkischen Mines. Da habe ich, glaube ich, noch keinen Eingang zu gesehen. Da müsste man nochmal gucken. Dann wird es weitergehen mit Dungeon 12 bis 15 und so weiter und so fort. Aber jetzt lasst uns erstmal sehen, dass wir Dungeon Level 11 clearen und dass wir dann ins Lair kommen. Also, gehen wir mal hier. Und schauen uns mal hier um. So, nice. Schon mal wenig los, das ist gut. Eine Schlange. Das ist eher nicht so das Problem. Genauso wenig wie hier der Hound. Schon tot. Und natürlich immer schön das Fleisch von den Knochen abziehen. Wir sind very hungry, sehe ich gerade. Ja, komm, ess mal was. Ja. Du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Das kennt man. Was haben wir denn da? Basilisk. Hiss es angrily. Ist der stark? Warten wir mal ab. Lassen wir den einfach auf uns zukommen. You're slowing down. Why? The Basilisk gazes at you. You resist with some effort. Kann der zaubern? Mal sehen, ob wir ihn platt kriegen. Ja, wir kriegen ihn platt. Okay, was war das jetzt? Vielleicht auch irgendwo ein unsichtbarer Zauberer? Man weiß es nicht. Gehen wir mal ein bisschen... Ach so, das Fleisch können wir nicht essen. Schade. Gehen wir mal ein bisschen auf Auto-Explore. Was hat er gefunden? Staircase? Okay. Was ist das da unten? Green Ugly Thing. Das nicht so schön. Wo ist dieses Green Ugly Thing hin? Hallo? Da ist es doch. Zack. Bist du stark? Nein, anscheinend nicht. Okay, irgendwas zu botschern hier. Da ist nichts zum botschern. Schauen wir mal ins Inventory. Das habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Battle Axe, wie gesagt. Crossbow habe ich dabei. Und sogar ein paar Bolts für den Fall der Fälle. Throwing Nets im Moment ausgerüstet. Enchanted Halberd. Habe ich irgendeinem Typen abgenommen. Weiß ich nicht mehr. Genau, ich habe noch ein Uncursed Ring of Poison Resistance.
sicherlich dann interessant, wenn wir runtergehen ins Lair, weil da vermute ich einfach mal mehrere Gegner, die uns vergiften können, glaube ich jetzt nicht. Ohne es zu wissen, würde ich das einfach mal vermuten, dass wir dann da den Ring of Poison anziehen. Das bringt dann, glaube ich, mehr. Bin ich jetzt gerade im Level aufgestiegen? Ah ja, klar, im Level aufgestiegen, da oben. Okay. Bone Ring noch, unidentifiziert. Ein paar andere Wands noch. Digging, Disintegration, Ice Blast, Random Effects, Polymorph. Oh gut, da könnte man einen Gegner in was ganz anderes verwandeln. Dann können wir zum Beispiel einen kleinen, weiß ich nicht, einen kleinen Gnom in einen riesigen Drachen verwandeln oder so. Kann natürlich auch passieren. Was haben wir denn dann noch? Scroll of Enchant Weapon könnte ich noch benutzen. Teleportation, sehr schön, um wegzukommen im Fall der Fälle. Remove Curse. Scrolls of Fear. Remove Curse. Dann könnten wir doch einfach mal den Bone Ring anziehen, oder? Bone Ring anziehen. Zack. Schwupp. You feel weaker, you feel agile. Agile. Plus 3 Ring of Dexterity. Das ist doch sehr schön. Aber ich ziehe wieder den Ring der Stärke an. Put on, please. Für den Ring of Dexterity. Da sind wir zwar jetzt nicht mehr so beweglich, aber sind dafür wieder ein Stück stronger. Noch irgendetwas, was ich noch nicht in der Hand hatte? Ich glaube, die Waffen muss man auch mal in die Hand nehmen. Hand Crossbow. Wield. Anscheinend nicht. Oder? Probieren wir das nochmal aus. Mit der Enchanted Halberd. P. Wield, please. P. Aquef. Moment. Was sind das für ein Buchstabe hier oben? Dann machen wir es halt so. Plus 1 Halberd. Okay. Aber wir bleiben natürlich bei unserer Battle Axe. Das ist doch ein P, oder? Aber hier unten scheint irgendwo auch noch ein Trank auf P zu liegen. Hier unten, das ist auch P. Merkwürdig, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, ist egal. Battle Axe wieder bitte in die Hand. Wield. Ich überlege gerade, sollen wir die enchanten? Scroll of Enchant Weapon. Komm, machen wir. Lesen und dann bitte auf die Battle Axe. Dann haben wir eine plus 1 Battle Axe und danach eine plus 2 Battle Axe. Genau. Okay. War jetzt vielleicht ein Fehler, ich weiß es nicht. Was bist du? Ein Troll. Und ein Ork. Berserk, bitte. Okay, Troll-Leder-Armor. Troll-Korps. Butchern, bitte. War tatsächlich nur ein Ork. Hätte ich jetzt wieder vermutet. Das, ein Jack. Moment. Jack, das war irgendwann mal gefährlich. Ich glaube, bin schon mal an einem Jack gestorben. Sieht jetzt aber ganz gut aus. Noch ein Frosch dazu. Sehr schön. Jack-Korps und Bullfrog-Korps. Bitte alles butchern. Okay, wir werden von irgendwo angegriffen, oder? Weitermachen. Da. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Nehmen und bitte weiter butchern. Okay, wie viel Fleisch haben wir jetzt dabei? Berserk, very hungry. Warten wir erstmal ab, bis wir nicht mehr Berserk sind. Nimm doch mal das Fleisch mit hier. Mein Gott. Something hits you. Ja, irgendwo ist was. Ein Geist oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Essen wir mal ein bisschen Fleisch. Jawohl, sind wir noch hungry. Und noch ein bisschen was zu essen? Ja, noch hungry. Besser. Eddie Fives Ghost. Journeyman Gargoyle Earth Elementist. Das ist wahrscheinlich der Geist eines anderen Spielers, der jetzt hier gespawnt ist. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, uns mit dem anzulegen. Lalala, einfach mal wegrennen. Probieren wir es mal. Bin confused, das ist nicht gut. Und der schubst mich durch die Gegend. Read, nicht remove. Warum das? Don't know any spells. Hallo, was passiert? Bin ich gerade irgendwie
Was macht der mit mir? Du sollst bitte lesen. Aber warum Remove? Achso, Moment mal. Falsche Taste gedrückt. Zack. Scroll of Teleportation. Zack. Weg von dem. Okay. Soweit haben wir uns von dem nicht abgesetzt. Mal gucken, dass wir hier recovern können. Okay, sehr schön. Der war mir doch jetzt ein bisschen stark, der Typ. Ein bisschen stark. Aber vielleicht erwischen wir gleich. Was bist du denn, Lustiges? Zombie-Hornisse? Nee. Meinetwegen. Was haben wir hier? Rapier. Brauche ich nicht. Ach, da ist er wieder. Hat er jetzt gerade die Tür zerstört? Oh, ich werde bekloppt, ey. Berserk, bitte. Dog dies. Escape. The wood hurried. Mumble news. Claude Paul. Ja, wenn man das schreit. Sehr merkwürdig. Habe ich ihn zerstört? You destroy 85's ghost. Trock accept your kill. Appreciates your killing of a magic user. Aha. Okay, haben wir das überlebt. Near starving, das ist nicht gut. Eine Ration essen. Und bitte recovern. Okay, ja, dann haben wir den doch gut wegbekommen. Gab bestimmt auch gut Erfahrungspunkte, oder? Wie sieht es denn aus mit Levelaufstieg? Wo hab ich, kann ich das hier sehen? Irgendwo? Next 60%, genau. Also haben wir 60% schon erreicht bis zum nächsten Levelaufstieg. Verstehe ich das richtig? Ich glaube ja. Ein Phantom. Phantom ist weg, da ist er wieder. Bleib hier, Feichling. So. Wenn ich mir das jetzt angucke, bei 62%. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Ich sage jetzt nicht, das läuft doch bisher ganz gut. Nein, nein, nein. Was ist das denn für eine Waffe? Habe ich noch nie gesehen. Layatang. Was auch immer ein Layatang ist. Und ein Ruined Ruby Ring. Mhm. Okay. Vergiftet, das ist nicht so schön. Ein Imp, habe ich den erwischt? Ja, hat sich bestimmt wieder weggeblinkt, ne? Bin vergiftet. Was bist du? Ein Gargoyle. Komm mal her. Okay, das hätte ich jetzt vermutet, dass der ein bisschen stärker ist. Komm her, du Kleiner. Da haben wir den Imp jetzt erledigt. So, ein bisschen Auto-Exploren. Ein Ogre. Immer gefährlich. Aber nicht in dem Fall. Kann ich dich essen? Ja. Gibt heute Abend dann lecker Oger. Lecker, lecker. Hey, ein Slime. Ein Hungry Ghost. Der bedient, glaube ich, dann immer unserer Lebenspunkte, wenn er angreift. Aber der ist auch Plattenhound. Das ist kein Problem. You're about to starve. Oder habe ich gar nicht gesehen. You managed to eat something. You eat one of your 10 rations. The ration really hits the spot. Weil ich gerade paralysiert war. Lacht das daran? Ich weiß es nicht. Nicht, dass uns irgendwie irgendwann mal das Essen ausgeht. Das war übel. Oh. Hier haben wir, was ist das? Okay, verdammte Orks. Mhm. Bisschen Stair Dancing. Was liegt denn hier? Achso, ein Rock. Okay, und wieder hoch. Komm näher. Und wieder runter. Oh je, und direkt ein Walk. Kein Problem, den kriegen wir auch hinüber, oder? Sehr schön. Butchern. Noch ein Walk. Covern und wieder hoch und wieder runter. Bei diesem Stair Dancing ist es so, dass man alle, die hier um dieses Stair stehen, wenn man dann runter geht, dass die mit runterkommen. Das heißt, die beiden Orks müssten jetzt mich nach unten begleiten. Aber die waren natürlich jetzt keine Herausforderung. Das ist gut. Und wieder hoch. Komm her. Siehst du mich nicht? Ja, schmeißt du mal deine Axt da, das macht mir überhaupt nichts. Weil jetzt hast du keine Axt mehr, wa? Oder Tomahawk, Idiot. So, zack, tot. Butchern, lecker Ork.
War es das? Ich glaube ja, ne? Kann ich jetzt endlich meinen leckeren Käse hier mitnehmen. Falsche Taste. Pop. Pop. Falsche Taste. Noch ein Ork. Hier muss jetzt gerade irgendwo ein Phantom gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Da ist es. Immer mit der Blinkerei. Feiglinge. Bleibt stehen und kämpft. Und noch ein Zyklop. Ja, schmeißt du mal ruhig mit deinen Rocks, ist mir egal. Butchern, ausruhen und weiter. Hippogriff. Ach da. Und wieder Access aufgestiegen, Level 17. So, und das war's. Dann Exploring. Sehr schön. Dann bitte eine Treppe, die nach oben führt. Dann bin ich mit der Entwicklung hier eigentlich schon mal ganz zufrieden. Was ist das denn für eine Platte hier? Jetzt trete ich mal lieber nicht drauf. Immer andersrum. So. Oh, nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht auf diese Druckplatte. Keine Ahnung, was dann passiert. Vielleicht passiert ja was Gutes, aber ich fürchte mal nicht. Nehmen wir halt die Treppe, das ist ja auch wurscht. So, und dann geht's jetzt in Richtung Lair. Wie gesagt, schaut mal bei dem guten Zago nach, holt euch da wichtige Tipps, wenn ihr das selber spielen wollt. Und dann, ja, bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung die Links und dann schaue ich mal, wie das hier mit meiner Tor-Berserker weitergeht in Richtung Lair. Ich bin gespannt, ich habe diesmal ein gutes Gefühl. Das war's für heute, bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.